Meine lieben Kinderchen da draußen, willkommen zurück zur nächsten Folge Chernobyl Lied. Wir müssen erstmal ins Bett, weil wir müde. Wir sind sehr, sehr müde. So, jetzt wollen wir gucken, dass wir den König Ratten kriegen in unserer Seite. Denn es ist ein guter Mann, ich glaube. Ein alter, aber guter Mann. Oh, die Tür, immer die Tür. Nix, Funkgerät sagt nichts. Есть минутка, партнер. Слушаю. Я умею делать небольшие точечные заряды. Само то, чтобы самки срывать. Да, полезная штука. Но мне нужно, чтобы ты собрал пластид, оставшийся после операции с радаром Дуга. Кажется, дело стоящее. Я человек практичный. Херни не предлагаю. Я собрал первую бомбу, когда мне было 8. Могу сделать взрывчатку с чего угодно. И как же такой вундеркинд оказался здесь? Ха. Короче, я оставил немного пластита в старом укрытии. Принеси его, а дальше я все сделаю. Готов? Конечно. Окей. Я отмечу здание на карте. Это на территории радара Дуга. Machen wir. Da, das Auge von Moskau. Nochmal. So, roter Wald. Ja. Oh, guck mal. Das ist aber jetzt. Jetzt kann er sich mal beweisen hier. Olivier, komm. 86%. Das sollte doch deine Passion sein. Ach komm, Mikael. Hier ist so, dass Unkraut nichts vergeht. Mit altem Mann. Взрывчатка? Я всегда знала, что в тебе есть что-то взрывоопасное, профессор Хименюк. Только будь осторожен, дорогой. Иногда ты помогаешь кому-то, а потом приходится за него отвечать. Окей. Los geht's. So, lass uns mal gucken, was wir hier finden, dieser Eid-Item. Wir sind ja niemals ganz unbewaffnet irgendwie, ne? Okay, da haben wir tatsächlich noch so viele Fragezeichen offen. Сашко, я на месте. Да ты без проблем найдешь его. Одноэтажное здание на границе Ока Москвы. Кажется, я знаю, где это. Halt doch mal die Schnauze eben, Mann. Da ist noch einer. Oh oh. Nachladen, nachladen, gib mir die Chance! Boah, Digga. Hauptsache, die bringen genügend Pilze mit, das ist wichtig. Bist du bescheuert? Irgendjemand schießt aber nicht auf mich. Oh ja, genau hier vor. Kam da jetzt noch ein neuer? Er hat jemand verwandelt. Ein Tschernobylit. Hätte uns auch ein Tschernobylit am liebsten verwandelt, was? Meine Güte, das ist hier eine richtige Ballerei. Ich nehme mal ganz kurz Munition zu sparen, auch mal mit Revolver. Okay, das war jetzt diese Nebenquest wahrscheinlich. Oh, die Musik ist gerade so anstrengend. Da hinten haben wir noch eine. Einmal ganz kurz checken nach Items. Da. Immer schön viel Essen finden, das ist eine sehr gute Sache. Ich habe schon 3 Umbalumbas in dieser Runde hier gekillt, wa? Ich
Müssen wir da oben hochgehen, da finden wir was Fragezeichenmäßiges. Schnell, schnell. Dabei. Oh-oh. Ah, das mit diesen Revolver. Böses, böses Werkzeug. Böses Werkzeug. Böses Werkzeug des Todes. Ich habe das Gefühl, es werden immer weniger Items hier, ne? Aber kann auch nur ein Gefühl sein. Gefühle täuschen sich ja ganz gerne mal. Man möge sich täuschen mit Gefühlen. Oh-oh. Hier, guck mal, da Kräuter, da Pilze, was? Oh, nicht schon wieder die Bratwurst. Ich höre die schon wieder irgendwo. Habe schon wieder keine Lust mehr drauf. Ey, irgendwann will ich den auch mal erschießen, Alter. Die Pripyat-Bratwurst. Ganz oben. Alle beide in diesem Gebäude. Manchmal bewegen sich diese Pflanzen so unnatürlich. Da denkst du, fuck. Ja, das denke ich schon so. Aber hier. Nimm mal mit. Nimm mal mit. Ah, da sind. Da kommen wir nicht. Nee, okay. Jetzt hier weiter. Nimm mal mit. Tschernobyl. Das kann ich nicht einfach so verbrennen. Wäre aber angenehm, ne? А ну добралось до меня. Ne, ich bin nicht dran. Теперь твой черед. Ne, glaube ich nicht. So schnell geht das mit mir nicht. So schnell geht das nicht. Das sind aber so unwichtige Dinge, ne, manchmal. Alep. Yep. Hier, da. Nee, hier. Ich dachte, hier wäre was Wichtiges. Was? Okay. Oh, Bratwurst. Will ich den schon wieder hören, ne? Der wird mir total übel, weil ich mach den Typ nicht. Wow, was ist das? Labyrinth oder? Ich weiß, wo wir, glaube ich, sind. Glaube ich. Weiß ich. Scheiße, hier komme ich nicht rein. Und genau da muss ich rein. Ah, ist das schlecht. Ist das sehr, sehr schlecht. Wie kann man nun so eine Welt mit tausenden von NRR-Soldaten und Umbalumbas solche Kackmusik hören? Und dann noch so laut? Kein Wunder, dass ich immer so schlecht Laune kriege bei den Typen hier. Da kriege ich immer Lust, jemanden zu töten, ehrlich. Wir müssen gerne an die Etage hoch. Und dabei. Wie kommen wir da hoch? Da muss ich doch irgendwie. Hoch. Oh, ich dachte gerade, das sind alles voller Böse, Alter. Hör mal. Das ist die Radaranlage, ne?
Ne, haben wir das. Ne, ich dachte, das Riesenrad auch gleich mit kaputt gemacht. Warum nicht? Wie kommen wir da hoch? Ah, guck mal. Hä? Nee, doch nicht gucken. Es muss doch da einen Weg hochgeben. Ach, guck mal, nehmen wir doch einfach mal. Nehmen wir das hier einfach mal. Das ist doch ziemlich nice eigentlich, oder? Ja, ja. Ja. Hier muss versteckt sein. Da ist versteckt. Сашко, я нашел коробку, но она пустая. Какие-то ошметки валяются и... А крысы могли растащить твои заряды? Кот? О, дерьмо! Эти твари, должно быть, не слабо проголодались. И что теперь? Без взрывчатки работы у нас с тобой прибавится. Я могу сделать смесь с нуля, но для этого мне понадобятся ингредиенты. Только сначала надо разобраться с крысами. В смысле? Детонатор у тебя, жми на кнопку. Это еще зачем? Чтобы отправить этих гаденышей в крысиный рай. Нефиг им там шнырять с моей взрывчаткой в брюхе. Окей. Sag, dass du es nicht tust. Na klar, machen wir das. Ладно, отправляйтесь к великому крысолову, мои пушистые друзья. Es geht nicht. Ничего? Блин. Ты реально нажал на кнопку? Охренеть! Ничего не случилось. Конечно, ничего не случилось, дубина. Он не настоящий, но, блин, Игорь Хименюк, профессор, любовник, пироман. Очередная идиотская шуточка. А знаешь, я уже даже не удивляюсь. Это не настоящий детонатор, болванка. Я просто решил тебя подколоть, профессор. Поверь, я не стал бы рисковать жизнью моего храброго партнера. Но тебе все равно придется тащиться в другой мой тайник за нужными ингредиентами. Он рядом с переходом между зданиями. Okay, dann los geht's. Das machen wir doch gerne für guten alten Kumpel. Ich versuche ein bisschen Motivation zu sparen. Weil die Revolver-Munition, die finden wir en masse. Deswegen gehen wir jetzt damit los. Wollen wir mal hier das nochmal machen, die Nebenquest? Vielleicht ist das ja auch was Interessantes. Сашко, я нашел здание. Но тут полно бойцов нар. Похоже, они знают про тайник. Есть идеи? Говнюки! Наверняка они меня еще раньше выследили. В следующий раз предупреждай, будь любезен. Ты совсем разберешься, дружище. Не надо себя недооценивать. Спасибо, но... Связь прерывается. Аскар, извини. Сигнал пропадает. Игорь, помехи. Сашко! Сашко! Черт! Also die Strahlungskrankheiten hier mal allmählich. Einer müsste, glaube ich, noch da sein, ne? Müssen auch was gegen unsere Psyche nehmen. Komm raus. Mach mal. Da. Ich kann schwören, dass da noch irgendwo jemand ist. Ja, vielleicht noch lauter. Warte mal, da müssen wir nochmal... Da, den hier. Das ist der Helm, den wir da hingeschossen haben, wa?
Я нашел твои ингредиенты. Круто. А то я уже решил, что потерял любимого подельника и соучастника. Ты что, шутить пытаешься? Ну, пытайся дальше. Yay, abgeschlossen. So, dann wieder zurück in die Base. Сашко, ты знаешь, чем динамит отличается от нитроглицерина? Так вот, я хочу, чтобы ты был стабильным, как динамит. И не был, как нитроглицерин, который тупо взрывается на ровном месте. Если хочешь приготовить омлет, придется бить яйца, я прав. Раз ты такой знаток яиц, мог бы помочь с готовкой. Не, это не по моей части. Лучше займусь своим делом. Взрывать все к чертям.